Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-AD-Freunde. Ich bin's, euer Fabian, und mit dabei sind Thomas, Tom, Patrick und Alex, der euch gerade nicht Hallo sagen kann. Das kommt aber wahrscheinlich noch. Moin. Wo ist denn hier mal wieder. Hi. Was los, wo ist was? Hast du den leitenden Rettungssanitäter heute schon gesehen? Ich bin schon an dir vorbeigelaufen. Für ein ETV, der ist da. Okay, ich habe ihn noch nicht gesehen, ne? Oh, vorne an der, bei der Schichteinteilung, aber ich soll euch ausrichten, da der Chief heute den halben Tag weg ist, eventuell sogar den ganzen, dass erstens ich die Einsatzleitung an der Einsatzstelle übernehme und zweitens der EMS heute komplett wegfällt, also der Notarzt heute komplett wegfällt. Und wir sind heute nur mit einem RTW, also nur mit euch belegt. Okay, das ist mir auch schon aufgefallen. Die anderen haben Ach, irgendwie wenn das gefehlt. läuft. Ja. Dann wünsche ich euch eine gute Schicht und macht euch bereit, weil ihr kriegt einen Großteil an Einsätze wahrscheinlich ab, weil es sonst kaum Ja, Rettungswegen hier ja. gibt, ne? Bla bla bla. Das Übrige wie immer. Ja, und wisst ihr was? Du kannst deinen Anwärterkollegen mal dabei schicken, dass unser Feuerwehrhaus mal drumherum ein wenig geordnet wird. Also, dass das ein bisschen besser aussieht. Okay, ich werde den Kuss versuchen. Ja. Angetreten bei mir. Na, wie geht's dir? Also? Ja, wa? Mutti, wa? Ach, die auch schön. Hast du Richtig heute schön auch. Wachbereitschaft oder was? Ja, unter anderem, ne? Ja, ne? Schichtdienst Die ist wieder da. Leitstelle ist heute auch wieder, ne? Ja. Auch wieder geil. Also, ja. Einer muss es ja machen. Ja. Du bist zusätzlicher Dispo, bis ein Einsatz ist, ne? Ja, danach muss irgendjemand kommen, ne? Irgendjemand wird es dann schon machen. Oder halt Anrufweiterleiter ist Ja, das. könnte sein, dass ich gleich noch kurz wegfahre, aber ich denke mal, dass das nicht vorkommt. Sagst du mir einfach Bescheid. Ja. Und ich Oh will Gott, da jede kommt Ecke gerade ein neuer Grenzen sehen. Anruf an. Ja. Als Feuerwehrrettungsdienstleiter, was könnte ich tun? Weißt du, wo die Sachen sind zum Saubermachen und denkt dir da nichts bei. Und denkt dir da nichts bei. Er ist immer so ein bisschen crazy drauf. Aber ich sagte, dafür ist das gleich beim Einsatz auf Einsätzen angenehmer, da ist er richtig, richtig in Action. Gefährdete Person, Lakeside 5. Kann ich hier an ihr schon mal die nächste Präsentation vorbereiten für heute, ne? Damit wir. Okay. Rettungswagen 23 83 1, Drehleiter 23 33 1, Einsatz, selbst noch gefährdete Person, Flut zu springen, fünfte Straße, Drehleiter fährt vor. Komm, komm, komm. Feindlich Tor. Feindlich Hä? Tor. Ich mach. Entschuldige. Falsches Tor. Müsst das verkehrt herum nehmen. Tor 1 ist bei der Drehleiter. Dreiundzwanzig, 33, 1 haben Ausfahrt. Ah, okay, Person droht zu springen. Ah, toller Einsatz. 23, 83, 1 an 23, 33, 1 kommen. Dreiundzwanzig, 83, 1 an 23, 33, 1 kommen. Frage: Seid ihr auf einen Suizid vorbereitet? Ja, positiv. Bleib stehen, Thomas, bleib erstmal stehen. Erstmal. Fahr durch die Weg, ich bin nicht hingebrannt. Fahr zurück.
Bleiben Sie bitte ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben. Drehleiter noch nicht in Stellung bringen. Er ist noch zu aufgeregt. Ich weiß nicht. Gibt es eine Möglichkeit, dass man irgendwie. Ja, ich würde, also ich persönlich würde so sagen, wir versuchen sie doch in Stellung zu bringen langsam. Ja, aber dann muss ihn einer ablenken. Hier sprich dich mal mit den Kollegen ab, ich mach mal eine Gebäudebesichtigung. Darf ich? Ich würde nicht unbedingt. Nee. Darf ich Sie mal was fragen? Moment. Ich mach nur ganz kurz etwas, okay? Warten Sie einen Moment. Nein, nein. Das möchte ich gar nicht. Ich gehe hoch und versuche mich eben über hinten zu. Patrick, warte. Nein. Wir machen gleich eine Einsatzbesprechung. Aber eine leise. Lass die Leiter. Warte. Lass die Leiter bitte erstmal. Na, warte. Hallo? Ist sie weg? Ja, was ist denn los? Ja, was ist denn los? Was machen Sie hier? Wartet eben. Nichts machen. Die Familie tot. Auch Sanitäter, mal kurz warten. Ja, die wären tot. Wurden Sie getötet oder sind Sie durch den natürlichen Tod gestorben? Unfall. Vergessen. Tot. Einfach tot. Ja, haben Sie keine anderen Angehörigen? Nein, alle weg. Oma, Papa, alle weg. Bleiben Sie weg, bitte weg. Bleiben Sie weg. Mann. Nein, Sie springen nicht. Ich springe, Sie können mich nicht hindern. Gibt es irgendwas, womit wir Sie umstimmen können? Wollen Sie irgendwas haben? Irgendwas zu essen, zu trinken? Sofort den Sprungretter unter der Fläche aufbauen. Los. Aber wenn Sie so allein sind, kann ich Ihnen anbieten, dass Sie sonst zu mir unterkommen können. Aber fahre ich gleich zu Ihnen, fahren wir zum nächsten Zerran und dann sehen wir mal. Tom? Ja. Du bleibst hier stehen. Du bleibst hier stehen. Stopp. Die Drehleiter bleibt erst nochmal so. Warten Sie alle. Keine Aktion durchführen. Keine Aktion durchführen. Person hat mir angeboten, dass ich Drehleiter weiter zu Ihnen fahren kann, damit ich mit ihm reden kann. Dann tu das. Ich gehe jetzt zum EMS-Kollegen. Verstanden. Ich weiß, dass du hier bist. Was kannst du denn um? Ja, das ist. Bleib lieber weg von der Tür und öffne sie nicht. Ich leere. Jetzt können wir uns unterhalten auf offene Tür. Aber wie kommst du da? Ja, guten Tag. Thomas? Standby. Okay. Tom? Ja. Gib mir mal bitte die Lagemeldung. Ist der Sprungretter aufgebaut unten? Sprungretter aufgebaut. Ja, danke. Tom? Frage, Lagemeldung vor Ort. Thomas. Bitte einmal wiederholen. Ich war kurz aus vom Kurs. Lagemeldung vor, vorne. Komm her. Naja, die Person ist verletzt. Standby, bleibt in Bereitschaft. Sprungwetter ist soweit aufgebaut, leider auch in Stellung. Patrick, du bleibst hier oben. Ich gehe auf die andere Seite auf dem Balkon. Du bleibst aber da oben. Falls es brenzlig wird, kannst du die Tür einstürmen, okay? Ich hab gerade Tom hergeholt. Dann sind wir zu zweit, dann können wir ihn hier halten.
Sendeposition. Einsatzleiter vom Maschinist, Drehleiter. Einsatzleiter hört. Ja, folgende Lage. Person hat die Familie verloren, hat mir gerade angeboten, dass ich ohne Helm durchs Hinterzimmer bin bei dir. Mit ihr zu reden. Okay. Übers Hinterzimmer, oder? Ja, übers Hinterzimmer, wo der EMS-Doktor gerade steht, wo die Seelenklempner sind. Der hat mir gerade angeboten, dass ich ohne Helm zu ihm ins Zimmer kommen darf, um mit ihm zu reden. Ja, okay. Dann. Ja, ich bleib hier vorne. Ich schick die EMS-Leute. Einer bleibt bei Thomas und einer kommt wieder zu mir. Aber der EMS, der bei Thomas ist, der bleibt bei der Tür stehen. Ja, verstanden. Tom, komm runter. Klopf, klopf. Nein, ich bleib hier stehen. Thomas, wo bist du? Darf ich Sie was fragen? Machen Sie ihm bitte die Tür auf. Ich mach ihn auf. Warum ist andere Person? Bleiben Sie draußen. Nein, bleiben Sie. Ich auf Balkon. Ich bleib hier. Zurück. Ich bleib hier. Ich bin blind. Folgende Lage, Person im Zimmer und unterhält sich gerade mit Thomas. Funkkanalwechsel auf 2. Jetzt bitte Numpad-Taste 2 drücken. Thomas, du solltest sowieso bei 1, bei 85 bleiben, aber die anderen. Patrick? Patrick? Leute? Tom? Ja. Drück mal bitte Numpad-Taste 2. Hab ich schon. Tom? Ja. Hörst du mich über Funk? Kanal 2 ist das bei dir 65. Patrick, ist bei dir Kanal 2 65? Dann macht mal bitte bei Kanal 2. Ja, wir sind wieder auf Kanal 1. So, guten Tag. Also wir sollten einmal kurz von der Person hier oben fragen, ob sie Freunde hat. Also ich denke mal, wir sind alle Freunde von allen Bürgern hier, oder? Ja, also wir, muss ich Ihnen sagen, auch wenn ich jetzt nur hier hinten stehe, aber selbst ich als... Bleiben Sie weg! Ist okay. Selbst ich als höher gesetzter, sogar vor dem Maschinisten da vorne heute eingesetzt, sie sind... sowohl von mir als auch von allen anderen hier an der Einsatzstelle ein Freund. Die Feuerwehr, jeder Mensch in unserer Stadt ist ein Freund von uns. Kanal 265, die beiden EMS-Leute bitte. Tom? Ja. Ja.
Patrick, Rückzug! Mann, ich bin hier der Sanitäter. In diesem Falle hast nicht du das Sagen. Achtung! Sanitäter einmal zu mir! Person kriegt schlecht Luft! Jetzt kriegst du deinen Einsatz doch noch. Ja. Hallo, was ist los? Was ist los? Geben Sie ihm was. Und ich denke mal, wir retten ihn dann so schnell wie möglich über die Drehleiter und bringen ihn nach unten. Ja, ich hau die Drehleiter höher. Nee, reicht so. Achso, ist okay so. Ja, das reicht. Warte, Achtung. Da mal kurz bereite. Ich möchte... Bring ihn einfach kurz im Zimmer, behandelt ihn dort. Danach über den Drehleiter. Ich gehe schon mal ich mach den Erdbeer fertig. So, Achtung, ich gehe auf die Leiter, danach übergibt sie mir die Person. So. So, kannst du mir die Person einmal übergeben? Und? Und los. Achtung, folgen Sie mir langsam, langsam. Kommen Sie, kommen Sie. Kommen Sie. Ich helfe Ihnen, komm her. Ich helfe Ihnen, komm bitte. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Ja, Achtung. Stufe. Und dann kommen Sie am besten hier runter. Achtung. Stufe. Dann kommen Sie mal mit. Ja. Und 3, 2, 1, 3. Komm ab in den RTW setzen. Meld uns schon mal an mit schwerer Atmung. Wolltest du mitfahren? Ich? Rückmeldung geben, ich fahr die Drehleiter zu. Nö. Der, ich glaube, das kriegt Patrick alleine hin. Das schaffst du alleine, ne? 23, 83, 1 verlässt Einsatzstelle mit Patienten aufgenommen. Bitten um Anmeldung im Lakeside. Ja, Lightstelle Lakeside, so verstanden. 23, 83, 1 wird im Hospital Lakeside angemeldet und Ärzte stehen bereit und warten auf Ankunft. Ja, das ist verstanden. Hier hat irgendein Kamerade seinen Helm vergessen. Naja, egal. Gruppenführer, Drehleiter, Vormarsch, ist Drehleiter. Gruppenführer hört. Ja, Drehleiter zusammengefahren und Abfahrt bereit kommen. Ja, das ist verstanden. Ich schließe nur noch die Türen und dann rücken wir ein. Ja, das ist verstanden. Ich fahr voraus, Josi. Zwölf, 23, 33, 1 verlässt die Einsatzstelle. Einsatzende. Das war auch mal ein Einsatz. Lange nicht gehabt. Aber das hast du gut gemacht. Nur passiert, ne? Also ist öfters mal passiert, auch in anderen Ländern, wo ich jetzt ja auch mal war, ne? Zum Beispiel alt ist und sowas. Ja. Nicht schön. Nee. Aber die letzten zwei Einsätze, die ich hatte in dem Bereich, das sind jetzt aber auch schon länger her, die sind nicht so schön ausgegangen. Der eine gar nicht so schön und der andere... Wollen wir nochmal zum Krankenhaus und gucken, wie es der Person geht für den Bericht? 1283... Ja, lass mal hinfahren. 1 an 12... 23381 1 an 23331 kommen. 23331 hört. Kommt er einmal zum Krankenhaus, wir brauchen Thomas hier. Na. Wie ist der Zufall so will, wa? Ich lasse mal hier so stehen, wa? Ich mach mal Warnblinker an, bevor jemand heult. Frage, bleib weg. Er will nur Thomas sehen.
Thomas? Er will nur mit dir reden. 331 ist am Hospital angekommen. Fabian? Ja? Kannst du mich nochmal hinbringen? Ich hab meinen Helm da vergessen. Den kriegst du nicht wieder, musst dir gleich einen neuen holen. Paddy von Thomas? Thomas, wir haben einen neuen Einsatz gerade reinbekommen, eine Brandmeldeanlage im großen Science Hotel. Wir haben ein Problem, der Patient möchte eine neue Krankenschwester. Die Krankenschwester, die hier ist, ist viel zu dick. Können wir da irgendwas arrangieren? Das ist zwar gerade eine Beleidigung gewesen, aber ich tu mal so schnell wie es geht, dass ich was machen kann. Hier. Ja, hier genau, richtig, ja. Schnell. Sonst. Thomas, los! Eins muss mit. Wo ist die Brandmeldeanlage? Welche? In dem einen großen. Neben dem einen großen Hotel, in dem Café. Ja. Hotel, Café? Ja, hier vorne gleich. Hier links. Dann gleich rechts. Der Ball. Hier vorne gleich. Das hier? Ja, das ist kein Hotel. Ich meine, das ist ja neben dem großen Hotel das. Meinst du das hier direkt hier links oder was? Ja. Diese Ladenpromenade hier. Ich drehe einmal die Drehleiter für Verkehrsabsicherung mit der Heck, mit dem Heck. Ja, ja, mach das. Sieht ja nicht danach aus, als würde es hier brennen, aber den haben sie gerade neu über Funk reingeschrieben. Ja, wir kontrollieren. PA ausrüsten, Helm mit und dann rein. Thomas, ich nehme dich mit. Alles klar. Bin ausgerüstet. So. eins Einsatzstelle an. Habt ihr schon irgendwas rausgefunden? Nein, wir gehen jetzt aber rein und kontrollieren. Erst ja. Gehen wir in die Geschäftspromenade und dann gehen wir in den Café gucken. Ihr wartet bitte hier. Sammelplatz ist nur fast beim RTW. Ja, bis jetzt habe ich aber noch nichts gehört. Aber es qualmt auch noch nichts. Ja. Gehen wir als erstes hier rein, Thomas. Top 1 an Atemschutzüberwachung hört. Ja, treten jetzt das Gebäude ein oder ist irgendwas. Ja, das ist verstanden. Stell dich nicht hier. Kriech nicht, solange es hier nicht qualmt. Trotzdem müssen die ja wissen, was Sache ist, ne? Ja, ja. Na, ich guck mal mit der Kamera oben. Ich guck die Wand nach. Wie kann ich den Modus nochmal wechseln? Mit N. War mal N drücken, dann siehst du so. Dann siehst du alles, was Wärme ausstrahlt, so grün. Wenn du mich mal anguckst. Also in der Decke kann ich bis jetzt außer der Lampen Wärme nicht feststellen. Ja, ich auch nicht. An den Wänden soweit auch nicht, dann gehen wir mal rüber, wa? Ja, hier hinten ist noch so ein Geschäftsbereich. Tom, hier geblieben. Du bist kein Feuerwehrmann, du bist Rettungssanitäter. Du hast bei mir zu bleiben. Oh, hier ist auch noch ein Geschäftsabteil, aber... Prüfe das da. Ich zeig's hier stellen. Ne, die Wände auch, alles... Besatzung an Angriffstrupp kommen. Angriffstrupp hört. Neuere Daten, verletzte Personen oder überhaupt Rauch? Nein, im ersten Gebäude gibt es keine verletzten Personen. Wir gehen jetzt weiter in das zweite Gebäude, also in das Café. Ja, verstanden. So, überprüft die Decke. Ah, Decke habe ich nichts, aber... Warte.
halt ein kleines Papierding, also so ein kleiner Papierhaufen, ich hole mal einen Feuerlöscher. Ja, ja. Ich habe wohl auch reingezogen zu sein und BMA ausgelöst haben. Ja, gut. Dann machst du das aus und ich sag das der Leitstelle und den Rettungssanitätern. Dann fahren wir gleich nochmal zum Krankenhaus in der Person. Ja. Daten aufnehmen und dann können wir los. 1233, 1 Lagemeldung von Einsatzstelle, kein Feuer, nur kein Feuer im berufenen Gebäude, nur ein kleines Feuer in einer Mülltonne wird mit dem Feuerlöscher abgelöscht und dann verlassen wir die Einsatzstelle und fahren wieder zum Krankenhaus. Ja, das ist verstanden. Einsatzleitung von Adelstrupp ankommen. Einsatzleitung hört. Ja, Feuer auskommen. Ja, das ist verstanden. Ja, Patrick? Ja. Ja, ihr müsst ja sowieso aufstocken, aber keine Verletzten, alles gut, abrücken. Ja, Tom ist schon am Zusammenbauen. Das war mal wieder was, oder? Ja. Immer wieder dasselbe. Aber besser so, als wenn jetzt wirklich hier was gebrannt hätte, das wäre zu schade gewesen. Aber ich bin froh, dass wir nicht wieder so ein riesen Hotel durchrennen müssen. Wäre jetzt auch zu schlimm gewesen, so. Ringel können wir. Ja, ja, los. Wir müssen noch zu ihm hin, ne? Ja, wir können berichten, brauchst du die Personalien und so weiter. Ja, die könnten die mir auch zukommen lassen, aber... Also wir hoffen, dass die Person, dass der Person soweit jetzt gut geht. Schlaft ihr da vorne? Glaube ich auch gerade. Haben uns, glaube ich, eingepennt. Schon wieder? Ja. Tom, lass mich hier raus und du packst an. Das dauert ja eine halbe Stunde. Warnblinker an. User disconnected from your channel. Ja, dann wollen wir mal zu ihm hin, oder? Rettungssanitäter ist gerade kurzfristig außer Dienst gegangen, vielleicht familiäre Probleme oder ähnliches. Patrick, bring mal deine Tasche weg. Füll die mal erst auf und dann bring die ihn weg. Sieht nämlich so klobig aus. Er hat gerade gefragt, wo er ist. Ich glaube, er hat einen anderen. Gut, gut. Hallo. Ich habe über alles nachgedacht. Lebe macht Sinn. Ich habe Freunde, die... Das ist schön. Können jederzeit zur Woche kommen mit uns Fernsehen gucken. Ja. Wenn sie Bescheid sagen, kochen wir sogar was zu essen für sie mit, dann können sie mit uns essen. Das ist lieb, es tut mir so leid, was ich gemacht habe. Ich wollte das nicht. Muss ja, ich bezahlen? Nein. Schön. Schön, dass sie so schnell auf den Entschluss gekommen sind, weil sonst wäre das noch ein sehr langer Kampf gewesen. Ja. Und tun Sie sowas nie wieder, weil beim nächsten Mal gibt es kein Zurück mehr. Dann müssten Sie für eine Ewigkeit im Krankenhaus bleiben. Ja, war dumme Aktion. Ich nie wieder machen. Tut mir wirklich leid. Ich habe gehört, Sie sind Mexikaner. Ja, ich bin Mexikaner. Können Sie gut kochen? Ja, ich kann Pasta machen mit allem. Wenn Sie Interesse haben, Sie haben doch keinen Job mehr, oder? Nein. Wir suchen momentan einen Küchenchef bei uns bei der Wache. Oh ja, ich nehme ihn an, egal was. Ah, ich denke mal, wir werden aber mit dem Chief reden und dann können sie... Richtig. Ich denke mal, das wird kein Problem sein. Okay. Aber sie müssen noch heute und vielleicht morgen noch hier im Krankenhaus bleiben, denn... Ja... Die Verletzungen, die sie sich zugezogen haben, unter anderem waren nicht gerade ohne. Ja, die Schulter ist kaputt immer noch, ich weiß. Ich habe mit den Ärzten gesprochen, die Kurzatmigkeit bereitet den Sorgen, die wir bei der Ankunft hier hatten. Ich bereitet den Ärzten noch Sorgen. Ja, das müssen die erstmal nachforschen, wovon das kam, aber jetzt ist ja... Das na gut.
Das ist schön, dass Sie sich besonnen haben. Schauen Sie doch bei uns dann vorbei. Ja, Und. Ich gebe Ihnen hier einmal meine Visitenkarte, dann können Sie mich anrufen, falls das ist. Ne? Richtig. Dankeschön. Na gut, und dann wünsche ich Ihnen heute noch einen schönen Tag. Werden Sie schnell wieder gesund, damit Sie bei uns kochen können, wa? Ja, danke für den. Achso, das wollen wir abrücken oder was hast du vor? Ja, wir müssen das Fahrzeug noch machen. Na gut, so. Ne, ich hau ab. Ja, geht ja leider nicht anders. Boxt ihn voll um. Nee, geht so. Bis zum nächsten Mal, ne? Oder wenn du willst, wir sind nebenan. Hier, tschüss. Los! Warum rennst du so lange mal gezielt? Einmal, wenn du W die ganze Zeit drückst, einmal kurz S drücken. Stimmt, da war ja was. Habt ihr einen Spezialparkplatz für die Drehleiter oder was? Nö, ich hab auch W im Fernwinkel an, dann juckt das keinen. Mein Fahrer ist abgehauen, so nah. Da machst du nix. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben. Ciao, bis zum nächsten Video. Thomas, dein Spruch? Ciao, ciao.